ausgehend von gestern. Dass es vielleicht nur ein Fake ist, dieser Imperativ des jetzt wird es ernst. Nun kommt alles darauf an. Selbstverständlich sind diese Imperativaufgaben, die sich dann wieder verulken, weil dann im Alltagsstumpfsinn ein Tag nach dem anderen folgt und der nicht ergriffene Kairos vom letzten Tag auch nicht dazu geführt hat, dass das nun zu spät gewesen wäre. Aber selbstverständlich sind diese Aufforderungen, die Imperativaufgaben zu erfüllen, zentrale Botschaften des Aufweckens, des Aufwachenmachens, des Ingangbringens, des sich auf die Socken machen sollens für die Aktionen, die notwendig sind. Aber gestern Nacht drehte sich das Ganze vollständig um. Nicht um 180 Grad, sondern auf die gegenüberliegende Seite.